Ich bin Lastkraftwagenfahrer. Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe hier auf Twitter diese wunderschöne Abstimmung hier gemacht, wie ihr sehen könnt. Und ich habe mich dazu entschlossen, meine Freunde. Ich komme eurem Wunsch einfach mal nach und werde jetzt für euch die dümmsten und blödsten und überhaupt stümpfesten Tinder-Anmachsprüche der ganzen verdammten Galaxie Review, meine Freunde. Es sind Sachen dabei, ganz ehrlich, als ich mir die rausgesucht habe, ich musste einfach schlucken. Ich habe nicht gedacht, dass Menschen wirklich so dermaßen traurig und dumm sind, wie diese Leute, die auf diesen Tinder-Anmachsprüchen tatsächlich versuchen, jemanden damit abzuschleppen. Meistens sind es überraschenderweise Männer, meine Freunde. Ich hätte niemals gedacht, dass gerade wir Männer, ich meine, hallo, wir stehen doch für Finesse, Romantik, Anfertigkeit und alles, was ein guter Mann so braucht. Ja, oder nicht, weil wir einfach das Primitivste sind, was es auf diesem Planeten überhaupt gibt. So, we are married now. Is that how it works? Also quasi nochmal für die dummen Leute. Oh, wir sind verheiratet nun. So funktioniert das hier also? Ja, du, ich und meine Mitbewohner Lindsay, der du übrigens die gleiche Nachricht geschickt hast. Und dann schreibt er, haha, it's the first time that happened. Also quasi hat er diese, hey, we are married now. Is that how it works? Diese unglaublich romantischen, diesen tollen Anmachspruch, dieses, oh Schatz, sind wir jetzt verheiratet? Funktioniert das hier etwa so auf Tinder? Zweimal verschiedene Personen geschickt. Und einmal war es dann leider Gottes ihre Mitbewohnerin. Ist auf jeden Fall leicht peinlich. Wenn mir das passieren würde, würde ich mich wahrscheinlich sogar einfach umbringen. Aber gut, ich habe Tinder tatsächlich noch nie richtig genutzt. Von daher kann ich da auch nicht aus Erfahrung sprechen. Kommen wir mal zu einem deutschen Beispiel. Und zwar schreibt Christoph, ich habe meiner Mutter gerade gesagt, dass ich meine Traumfrau gefunden habe. Und sie hat sich entgefreut und dich für heute Abend zum Essen eingeladen. Passt ihr? Ach, Leute, stellt euch mal bitte vor, ihr seid so eine weibliche Person. Oder stellt euch mal vor, ihr werdet, also für die Jungs, stellt euch das vor, weil die Mädchen müssen sich das ja nicht... Stellt euch also vor, ihr grindet so auf Tinder und dann seht ihr auf einmal diese seltsame Nachrichten. Fragt euch so, Christoph, was zum Teufel, Alter? Wie unangenehm ist es denn, mit so einer Opening-Line direkt ins Game zu steppen, Digga? Wie kannst du denn erwarten, dass darauf ernsthaft irgendeine Frau anspringt? Jeder weiß, dass der Anmachspruch, hey, riecht dieses ausgewählte Taschentuch vielleicht nach Chloroform, der beste Anmachspruch ist, den es überhaupt gibt, Christoph. Und mit so einer Kacke brauchst du gar nicht erst versuchen, irgendwen abzuschleppen. Ist echt ein bisschen traurig tatsächlich, aber gut. Ich glaube, es gibt noch schlimmere Beispiele. Und zwar haben wir hier nochmal eins, meine Freunde, von Fabian. Denn Fabian schreibt, hallo Andrea, du siehst aus, als ob du Lust auf einen erfolgreichen Mann mit Selbstvertrauen und Intelligenz hast, der gerne gut küsst, einen festen Job bei einer großen Firma hat und exzellente Körperhygiene, Körperpflege und Hygiene verfügt. Nicht zu vergessen wären da noch der starke Teamgeist und die ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit. Also, wenn ich jetzt eine Frau wäre und ich krieg eine Nachricht von einem Typen, der sich direkt so hochstapelt und erzählt, ja, ich habe letztes Jahr habe ich Ironman Contest gewonnen, dann bin ich hingegangen und habe eine Rakete entwickelt fürs Weltall und dann habe ich einen Formel 1 Todesrennen gewonnen mit brennenden Reifen, dann habe ich ganz kurz bin ich in der Zeit zurückgereist und habe Hitler erschossen und bin schon 700 Mal auf dem Einhorn geritten. Und außerdem habe ich 200 Millionen Euro verdient, indem ich in Afrika Brunnen für arme Kinder gebuddelt habe und das Ding geschenkt habe. Dann wird man schon leicht stutzig und ich glaube, Fabian, dass dieses übertriebene Hochstapeln vielleicht ein Stilmittel darstellen mag. In den meisten Fällen aber dann doch tatsächlich einfach nur so belächelt wird. Ungefähr so. Das heißt, sie sitzt am Handy so. Spasti. Also ich denke einfach mal, dass das die erste Reaktion sein wird. Ich meine, gut, ich kann mich jetzt natürlich nicht in eine Frau hineinversetzen, aber selbst wenn ich ein Kerl wäre und ich gay gewesen wäre und Fabian mir diese Nachricht geschrieben hätte, wäre ich unabhängig von dem, wie heiß dein Profil gewesen wäre, trotzdem der Meinung, Fabian, du gehörst absolut in die unterste Schublade von Menschen. Jemanden wie dich brauche ich überhaupt nicht in meinem Leben. Das ist auf jeden Fall schon echt ordentlich peinlich. Nicht so peinlich, meine Freunde, wie dieser Chatverlauf. Und zwar ist das mit Tiana und irgendeinem Typen, denn der schreibt zuerst, if you'd be a fruit, you'd be a strawberry, because I love strawberries. Ich übersetze das nochmal ganz kurz für euch. Wenn du eine Frucht wärst, wärst du eine Erdbeere, denn ich liebe Erdbeeren. Dann schreibt sie, wirklich, ist das das, womit du immer eine Konversation startest? Und er so, ja, ich glaube. Und es funktioniert? Ich glaube. Und ich glaube, dass du nicht weißt, wie man eine Konversation wirklich startet. Okay, kann ich nochmal anfangen? Okay, hier ist deine zweite Chance. Dann kommt er. Wenn du eine Frucht wärst, dann wärst du eine Aprikose, denn ich mag Aprikosen. Ja, keine Ahnung. Finde ich halt ein bisschen witzig, diese Selbstironie zu haben. Wenn man, glaube ich, aufgelaufen ist und halt direkt schon verkackt hat, dann muss man auf jeden Fall daraus einen Witz machen, glaube ich. Wenn man so direkt einen Opener reinhaut, der komplett beschissen ist, dann muss man irgendwie versuchen, es zu rappen. Zu rappen. Zu rappen muss man es nicht retten, sondern rappen. Da muss man einen ganz kurz kleinen 16-Bars-Freestyler gegen die droppen und wenn man die komplett kaputt gedisst hat, ungefähr so. Yo, du bist Tiana, ich hasse deine Mama, weil du bist eine dumme Ho und du siehst auch scheiße aus, yo. Nice, das waren nicht mal 16 Zeilen. Also ihr versteht schon, was ich meine. Ich glaube, das hat er da ganz gut gerettet. Ist natürlich jetzt die Frage, ob Tiana darauf nochmal oder Taina nochmal darauf geantwortet hat. Sieht auf jeden Fall nicht so aus, traurigerweise. Gehen wir zum nächsten Screenshot, meine Freundin, den ich gefunden habe. Und zwar ist das dieser hier von Johann. Johann ist nämlich ein ganz selbstbewusster, lustiger Typ und schreibt nämlich direkt das Passwort von seinem WLAN. Z, hier schon mal das WLAN-Passwort. Früher oder später fragst du ja eh.
Gut, Johann, das ist somit unter das Unangenehmste, was dir, glaube ich, passieren kann, wenn dir ein Typ halt sagt, ja, schau mal, hier ist direkt mein WLAN-Passwort. Das impliziert ja quasi direkt, dass du über Nacht bleibst oder zumindest zu dem Typen nach Hause fährst. Hat auf jeden Fall ein bisschen gruselige Züge, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob ich mich als Frau darüber freuen würde. Ich weiß auch nicht, ob ich mich als Typ darüber freuen würde. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich mich darüber freuen würde, wenn ich irgendwann Tinder auf meinem Handy finde. Keine Ahnung, ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, Leute, dass es niemals so weit kommt. Falls doch, dann, keine Ahnung, dann ist es, glaube ich, an der Zeit, ehrlich mein Leben ein Ende zu setzen. Ist aber auch egal, Johann auf jeden Fall ein super witziger Typ mit dieser tollen Anmache, Leute. Die sowas von originell ist, die bestimmt noch nie jemand zuvor gebracht hat. Also Johann, man muss da auf jeden Fall sagen, richtig heftiger Versuch, kann man nicht anders sagen. Johann, du bist es, Alter. Du bist der Boss schlechthin. Also auf jeden Fall jetzt erstmal hier einen fetten Applaus für Johann und seine Flirt-Skills, meine Freunde. Schaut euch gerne alles bei Johann ab. Kauft sein neues Buch, Flirt mit Johann für Anfänger und Draufgänger und auf die Fresse fallen mit Johann. Ist ein Zweiteiler, meine Freunde, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Kommen wir direkt zum nächsten, denn Simon schreibt, hey, na, wie war dein Tag? Dann schreibt sie, Alter, ich kenne deine Freundin und ist die nicht schwanger? Und dann schreibt Simon ganz klar, ja, aber sie ist im dritten Monat und wie schaut's aus mit uns? Gut, kann man halt auch machen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall dann gehörig nach hinten losgegangen, Simon, Digga. Also, wenn deine Freundin halt schon im dritten Monat schwanger ist, solltest du dich in meinen Augen nicht auf einer Dating-Plattform rumtreiben. Generell, wenn man eine Freundin hatte, impliziert das eigentlich, dass man so eine Plattform nicht nutzt. Und dann ist natürlich halt seine Reaktion irgendwie auch schon wieder cool gewesen, weil er halt einfach so reagiert hat. Also, ich hoffe mal nicht, dass er das ernst meint, diese Reaktion. Falls doch, dann ist Simon echt ein gehöriges Arschloch. Falls nicht, dann kann ich das irgendwie noch belächeln. Ich glaube ihm, also, ja, keine Ahnung. Ich hätte wahrscheinlich danach irgendwie die App gelöscht, wenn mir das passiert gewesen. Wahrscheinlich hätte ich es niemals so weit kommen lassen. Ist ja auch egal. Simon, auf jeden Fall, Respekt auf jeden Fall für dich. Ehrenmann, Simon, kann man auf jeden Fall nicht anders sagen. Gut gemacht, Simon. Er ist eine Schwängerin und dann im dritten Monat sagen, ich suche mir eine neue. Ist auf jeden Fall eine Top-Leistung, Simon. Ich verachte dich. Gehen wir weiter zum nächsten Screenshot. Und zwar schreibt Frank, hey Alina, bevor ich mir umsonst irgendwelche Mühe mache, hast du ein Problem mit kleinen Penissen? Kann natürlich auch straight up direkt rausgehen, Frank. Ist gar nicht so verkehrt. Ich glaube halt, das kommt bei den meisten Frauen nicht so gut an. Ebenso wenig kommt es, glaube ich, gut an, wenn man direkt ein Nacktbild seines Genitals schickt oder halt generell direkt ein Bild anhängt oder sowieso das Gespräch damit eröffnet, indem man über seinen Penis spricht. Ich kann das jetzt so nicht beurteilen, aber ich fürchte einfach mal, lieber Frank, dass die Alina auf diese Nachricht nicht geantwortet hat. Ist natürlich jetzt die Frage, vielleicht ist es wieder eine Frau mit einem derben Humor. Ich finde das an sich super, super witzig, aber ich glaube, dass die meisten Frauen darüber nicht lachen können, beziehungsweise ich weiß halt überhaupt nicht, was Frank damit erreichen will. Ich glaube, er hat sich nicht mal ansatzweise Gedanken gemacht, wie man eine Frau anspricht. Aber Frank, ich wünsche dir viel Glück mit deinem Problem oder Alinas Problem jetzt. Man weiß ja nicht, was draus geworden ist. Und ja, ich hoffe mal, dass es mit euch beiden läuft. Also, ich wünsche dir echt alles Gute, Frank. Respekt. Da haben wir noch einen wunderschönen Screenshot. Und zwar, das schreibt der liebe Konstantin. Ich wurde gerade von einem Polizisten angehalten, als ich dir eine Nachricht schreiben wollte. Er meinte, kein Handy am Steuer und wie gefährlich das sei und bla bla bla. Er wollte mir direkt einen saftigen Strafzettel geben. Also habe ich ihm ein Foto von dir gezeigt und kurz das Prinzip von Tinder erklärt. Er zerriss den Strafzettel und hat gesagt, ich sollte mir schleunigst deine Nummer holen. Konstantin, das ist mit Abstand das kreativste und gleichzeitig auch schleimigste, was ich jemals gelesen habe. Irgendwie eine coole Idee. Auf der anderen Seite wieder so dermaßen cringy, dass ich überhaupt nicht weiß, ob ich jetzt das feiern soll oder nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich eine Frau wäre und extrem viel getrunken hätte, so 6, 7 Flaschen Rotwein und ich vielleicht gerade aus einer Beziehung verarscht worden bin oder meine Beziehung sich gerade aufgelöst hat und ich gerade an einem absoluten Tiefpunkt meines Lebens bin, dann könnte ich mir vorstellen, Konstantin auf so einen Anspruch reinzufallen. Ja, irgendwie ganz süß, auf jeden Fall kreativ, aber ich glaub nicht, dass es so gut funktioniert. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Leute. Also kann es nicht beurteilen. Ich meine, bin kein Dating-Experte, aber ich glaub's nicht. Hier schreibt ein lieber Mensch mit einem schwarzen Balken. Hi, ich bin neu auf Tinder und kenne mich leider nicht so gut aus. Wie funktioniert das jetzt? Heißt das jetzt, dass wir miteinander schlafen sollen? Und sie schreibt einfach, ich glaube nicht, dass das dein Ernst ist. Haha. Naja, wie funktioniert das? Naja, wie funktioniert das alles? Ja, ich glaube, da hat sich auch jemand in der App getäuscht. Das ist nicht die irgendwie, keine Ahnung, Bang Your Neighbor App oder die Dirty Porn XXX App, sondern das ist einfach nur Tinder. Ich glaube, es gibt auch tatsächlich einen Großteil an Leuten, die sich auf Tinder rumtreiben, die nur Freundschaften. Nein, ist das nicht? Gut, dann ist das tatsächlich die App. Dann hat er eigentlich recht. Ja, keine Ahnung. Man kann natürlich ein Gespräch halt direkt damit eröffnen und sich vorstellen, hi, ich bin total scheiße und ein egozentrischer Weg. Dann kann man halt es auch gleich sein lassen, weil das wird auf jeden Fall so nicht funktionieren. Lieber geschwärzter Name mit dem Affen-Emoji-Smiley. Dann haben wir hier noch einen wunderschönen Screenshot. Diesmal wieder auf Englisch, meine Freunde. Ich übersetze euch ganz kurz. I wanna make you my new year's resolution. Das heißt so viel wie, ich möchte, dass du mein neuer Jahresvorsatz bist, ja? So, you'll do me for a month and then forget about me. Wörtlich übersetzt würde es jetzt quasi heißen, du hängst ungefähr einen Monat mit mir rum und dann vergisst du mich wieder. Oder du hängst einen Monat an mir und dann vergisst du mich wieder. Irgendwie sowas. Also das ist quasi der Witz, dass er sagt, hey, ich möchte, dass du mein Neujahrsvorsatz bist und wie das bei Neujahrsvorsätzen dann ist, vergisst man denen. Ich komme mir so dermaßen dumm vor, dass ich diese scheiß Witze euch erklären muss. Für wie blöd halte ich euch eigentlich? Mann, ihr werdet das doch wohl verstehen, oder? Seid ihr so dumm oder was? Sagt mir bitte, dass ihr diesen Witz auch ohne meine Übersetzung verstanden habt. Falls nicht, deabonniert diesen Kanal ab sofort. Ja, Leute, so viel auf jeden Fall zu diesem Meisterleistung auf Tinder. Wenn ihr gerne wissen wollt, wie ihr eine anständige Freundin findet, dann werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen darüber ein Buch schrauben.
Schrauben. Wahrscheinlich werde ich ein Buch schrauben. Dieses Buch nennt sich dann, wie man richtig geil fickt. Und da werde ich euch dann 12 verschiedene Anmachtaktiken erläutern, mit denen ihr auf jeden Fall auf die Fresse fallt. In diesem Sinne, meine Freunde, war es aus diesem wunderschönen Video. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr 900 Milliarden Daumen nach oben da lasst und Tinder direkt von eurem Handy löscht. Und ich glaube, ich bin damit raus. Und ja, mal wieder reif für die Klaps. In diesem Sinne, meine Freunde, macht's gut, haut rein. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.